Moin Jungs, Adisbeck und willkommen zur 173. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wie ihr seht, jetzt auch wieder mit dem korrekten Shader. Ich wusste, es war ein Zeus, ich wusste nur nicht mehr welcher. So. In dem Sinn, Platsch. Ja, ist doch viel besser. Das ist der Shader, den ich meinte. Ich könnte auch eigentlich mal ein Video zu Shadern machen, so viel wie ich mich damit auseinandersetze. Ich wollte mir auch mal diesen PTGI-Shader holen. Von Zeus, also der quasi Raytracing macht. Nur halt was anderes. Was aber ähnlich ist. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht, ist mir zu hoch. Mir egal. Den wollte ich mir auch mal holen. Das kostet halt, glaube ich, irgendwie $10. Aber ich habe mir auch schon einen anderen Shader geholt, der deutlich teurer war. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Also kann man machen. Ist jetzt. Was ist schon Geld, ne? Gut. Ein Kapitalismus-Hops genommen. Job für heute auch wieder getan. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Seht ihr das? Ja. Okay, passt auf. Also, ich zeig's euch. Ich hatte hier den. Zeus V11 0. Aber der hier ist der richtige. Aber ich habe den dreimal. Und bei zwei davon macht er das mit diesem Versetzen. Und bei dem anderen, hier, 1.0 macht er das. Und 1.01 macht er das nicht. Jetzt haben wir offiziell den richtigen. Oh mein Gott. Hallo Esel. Wo ist Shrek? Ich möchte mir ein Lagerfeuer bauen. Habe ich jetzt gerade spontan beschlossen. Und soweit ich weiß, kann man die nicht abbauen. Weshalb es überhaupt keinen Grund gibt, dass ich gerade hier hochlaufe. Weil die haben natürlich welche. Au! Auch eine coole Sicht von hier oben. Strandhaus, normales Haus, Dorf. Also man kann die nicht abbauen. Ich weiß aber auch nicht, wie man die baut. Gucken mal eben. Campfire, ja. Okay, wir müssen Holz abbauen. Kohle sollten wir wohl noch irgendwo haben. Hier war ich auch noch nie, glaube ich. War ich hier drin schon mal? Gibt es jemanden, der alle Folgen gesehen hat, der nicht ich selbst ist? Der das zufällig weiß? Bitte in die Kommentare schreiben. Wird eh keiner machen. So. Unten rasten schon wieder die Hunde aus, aber das ist ja normal. Man kennt die. Dafür stehen die mit ihrem Namen, leider. Ja. Also ich hatte ja mal vor einiger Zeit angesprochen, dass ich an einem etwas aufwendigeren anderen Minecraft-Video sitze. Ich weiß nicht, ob ich genau gesagt habe, was das für eine Art von Minecraft-Video wird. Ich habe auf jeden Fall damals gesagt, dass das sehr wahrscheinlich, also damals, dass das sehr wahrscheinlich diesen Monat noch fertig wird. Ja, war gelogen. Also was heißt war gelogen? Ich werde es nur nicht schaffen, weil ich seit Ende März nicht mehr dran gearbeitet habe. Und auch überhaupt keinen Bock habe, daran weiterzuarbeiten, weil es mir irgendwie keinen Spaß macht. Oder keinen Spaß mehr macht, weil es halt auch echt aufwendig ist, als ob wir keine Kohle. Oh doch, ich weiß, wo wir Kohle haben. Oh, wir hatten Holz. Okay. Wir haben Kohle oben. Da drin. Irgendwann schaffe ich es, da reinzufliegen. Irgendwann schaffe ich es. Weiß es. So, hier haben wir Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Shoutout Gronkh. YouTube-Papa. So, zack, zack, zack. Machen wir direkt zwei. Können wir nicht, haben nicht genug Holz. Scheiße. Campfire. Gut, dann gehen wir rüber ins andere Haus und machen da noch eins. Wunderschön. Dann bauen wir hier noch eins. Ich weiß nicht, ob wir das... Au, wo wir das hinbauen. Also natürlich nicht nach drinnen. Wäre ja irgendwie weird.
Kann ich... Ah, das ist sogar dasselbe Holz. Chok-Güzel. Wie meine anatolischen Freunde sagen würden. Und ja, ich habe so welche. Auch ein Satz, den man so nicht sagen sollte. Wie wäre es, wenn wir das auf die Dachterrasse packen? Ah, wo? Da unten ist auch blöd. Ich glaube, wir bauen das woanders hin. Ich meine ursprünglich, ne? Ursprünglich. Und wir gehen jetzt wirklich weit zurück. In diesem Let's Play. Weit zurück heißt, als wir hier diese Bude fertig hatten. Das war Folge 8. 8, 9. So, um den Dreh. Ich meine, man sieht es. Aber damals habe ich gesagt, komm, wir bauen uns noch eine kleine Strandhütte mit einer Grillecke. So. Ist jetzt etwas anders geworden und ist auch etwas lange her. Aber an sich war das halt der Sinn von dem Ding da unten. Also wir gehen darum raus, ist leichter. Und deswegen glaube ich, wird das Campfire da ziemlich gut hinpassen. Und zwar dahin. So, dann kann man nämlich abends hier sitzen, da hat man schön Rippchen oder Kotelett oder ich grill nicht gerne, wenn ihr es nicht merkt. Ich habe keinen Blassen davon. Mir schmeckt das nicht. Da könnte ich immer vegan werden, wenn ich sowas auch sehe. Und wenn das so... Nee. Das ist einfach nicht meins. Egal. Ich suche irgendetwas, wo ich mir nicht sicher bin, was es ist. Warte mal. Guck mal her. Gunpowder. Wir haben doch noch einen. Hat dieses Haus eine Glocke? Ja, hat es. Verdammt. Hat das Haus eine Glocke? Ja, hat es. Verdammt. Die Scheune hat auch eine Glocke. Das neue Haus hat eine Glocke. Und der Bauernhof hat sowieso eine Glocke. Wir haben eine Glocke zu viel. Kacke. Das nützt blöd. Ich habe noch eine Blume. Die würde ich hier gerne noch irgendwo hinstellen. In unseren tollen Blumenwald. Und zwar dein. So. Also ich finde hier das sieht schon echt ziemlich cool aus. Ich würde hier vielleicht noch einen Baum irgendwann hintun, wenn ich noch einen finde. Da vielleicht noch einen hin. Man könnte natürlich hier raus einen Baum. Das ist eigentlich geil. Man kann das an Glas hauen. Mach kein Heckmeck. Ja dann, wissen wir ja, wo die Glocke ist. Wartet mal kurz, ich habe noch eine Idee. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Du sollst fliegen, du Assi. Wir haben doch hier drüben noch Holz. Also unverarbeitetes Holz. Hier in der Kiste. Zack. Warte mal. Eben ein bisschen aussortieren. Müssen den ganzen Scheiß ja nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. So. Und so. Bogen braucht gerade nicht. Okay. Also. Wenn ihr das, was ich gerade zu dem Haus da gesagt habt, habt im Kopf behaltet. Wie wäre es? Hallo. Wie wäre es, wenn wir... Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Wenn wir hier den Block wegmachen und dann hier noch einen Baum draus bauen, der eventuell dann auch in verschiedene Richtungen geht. So.
Muss man natürlich alles ein bisschen abbauen. Ist klar. So. Das Gute ist, ich habe letztens ein bisschen Zeit mal damit verbracht, Bäume zu bauen. Das heißt, es könnte klappen, dass es nicht zu beschissen aussieht. So, der kann natürlich dann auch weg. So, keine Sorge. Das ist natürlich jetzt nicht alles. Der kann dann auch weg. Gut, wenn wir jetzt hier jeweils die Blätter drum bauen. Das wird jetzt natürlich nicht leicht zu sehen. Im einfachen Grund, dass ich dieses Better Leaves Add-on von dem Texture Pack drauf habe. Resource Pack, sorry, ich bin immer noch 2014 im Kopf. Und die Tatsache, dass gerade Nacht wird, hilft auch nicht. Machen wir einfach so. Das war tatsächlich eine echt gute Hilfe, dass ich gerade die Fackel einfach in die Hand genommen habe. War erstaunlich leichter, als ich jetzt dachte. Gut, dass der Baum nicht abfackeln kann, dass Minecraft auch nicht so realistisch ist. Ist ja auch ein Scheißspiel, wird meine Mutter sagen. Findet halt diese Optik nicht schön in den Blöcken. Kann es halt nicht jedem recht machen. Immer diese Kritiker. So, komme ich denn da jetzt hoch? So. Hört ihr den Hund? Ja. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Wow, das sieht gar nicht mal so gut aus. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn... dahin? Ja, okay, das sieht schon besser aus. Hab ich... Gut, dass ich die Schere mitgenommen habe. Also ich meine, wie immer ist das hier alles subject to change. Aber für den ersten Versuch ist okay, oder? Er geht schon schlechter. Geht auch besser, aber geht auch schlechter. Was sagt ihr? Ich find's okay. Ist jetzt kein Traumbaum. Ist jetzt aber auch kein Albtraumbaum. So, ein bisschen hier ausleuchten. Mit dem Shader sieht alles immer dunkler aus, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Aber da wir mit dem Shader spielen, ist das hier die Wirklichkeit. Eine neue Wirklichkeit. So, wir gehen mal eben pennen. Ist leichter. Dann ist auf jeden Fall wieder hell. Ich finde es nicht schlecht. Wir müssen es jetzt natürlich nochmal im Tageslicht sehen. Wir haben ja auch noch ein paar Blätter zur Not. Praktisch, wenn ich da irgendwie hochkommen würde. Dieses eine Stück Bambus, was da so gewachsen ist, ist auch cool. Obwohl, warte mal. Würde gerne. Das doch abhauen. Und hier mehr davon hinsetzen. Also hier zum Beispiel, dann hier. Überall, wo so eine Lichtung ist. Hier, ja, ist eine. Hier vielleicht. Ja. Ah, Timer. Das ging schnell. Ich dachte, wir waren gerade erst bei 13 Minuten. So, einfach um so ein bisschen noch Abwechslung in diesen Wald reinzubringen, dass das nicht ein komplett europäischer Wald ist, sondern... Es geht! Ich find's nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich find's jetzt wirklich nicht beschissen. Ich hätte weniger erwartet von mir.
Ich will noch mal einmal hier auf den Berg hoch, um zu sehen, wie das von oben aussieht. Ja, das hat gut geklappt. Eben gucken, wie ich da hochkomme. Da. Okay. Also, ich finde, es geht. Ist okay. Oder? Aber wir machen hier noch ein Blatt hin. Hier noch ein Blatt hin. So. Es gibt hässlichere Bäume. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Die kommen hier jeden Tag. Und manchmal versuche ich es auch mit anderen Videos noch zu verschönern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...